Es ist soweit, Leute. Basti GHG ist auf dem Server. Ich bin auch auf dem Server. Und das bedeutet, ich kann jetzt endlich hier bezahlen, die 3 Stacks Diamanten. Ich schreibe ihm mal kurz, ob er Discord kann. /tell Basti GHG Discord. Hab da was für dich. Mal gucken, ob er gerade Zeit hat. Yo. Jo, moin. Was geht? Nicht viel. Ich habe gehört, es ist etwas für mich da. Ja, habe ich auch gehört. Ich muss mich nur gerade auf den Weg zu dir machen. Ich habe keine Elytra mehr und so weiter und so fort. Ich habe alles verloren auf dem Dach deines Hauses. Oh, aber ich wurde vorne. Ja, pass auf. Ja, nee, da kannst du nichts dafür. Ich habe tatsächlich finally das geschafft, was ich schaffen wollte, ne? Ja. Hab so gefeiert, hab den Leuten gezeigt, so, yo, da in dem Haus da kaufe ich mir eine Immobilie, also halt, ne? Und dann habe ich den Stream beendet. Ja, dann habe ich den Stream beendet. Hab mich aber vergessen, auf dem Server auszuloggen. Oh nein. Und dann hat mich ein Zombie geklatscht. Aber das Geld ist alles in Sicherheit gewesen. Ich habe nur mein Netherite-Stuff verloren. Oh, bin gerade auf dem Weg zu dir. Ja, auf deinem Dach ist irgendwie ein Zombie gespawnt gewesen, aber das sind überall Half-Slabs, ne? Ja, aber die sind nicht überall auf einer 0,5er Höhe. Oh shit. Ja, ist halt passiert, mein Gott. Habe ich wieder was zu tun, mir neuen Stuff zu organisieren. Aber ich kann jetzt nicht auf dein Schloss drauf fliegen. Gibt's da irgendwo einen Weg hoch? Momentan sind ja noch also große Renovierungsarbeiten. Das wird ja noch alles mit eingebaut. Ja, ja, deswegen muss ich da auch noch, was die Bezahlung angeht, ein bisschen mit dir quatschen. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir darüber reden. Ja, nee, ist alles gut, alles gut. Das Geld ist auf jeden Fall da. Ich kann es dir auch gerne zeigen. Brauchst du noch eine Elytra? Ich habe tatsächlich von Kroko, der hat mir eine organisiert. Hast du eine? Ich hätte noch eines, also ich hätte an sich vielleicht noch sogar eine dritte Spare. Ich könnte mir vorstellen, dass ich eine verschenkt habe, die ich zurückverschenken kann. Ja gut, nee, ich hab, also Kroko hat mir eine, glaube ich, auf jeden Fall gesaved. Das passt schon. Ich steck nur gerade fest, warte kurz. So, jetzt hier und da hoch, warte, überall diese Blumen. Ich will die nicht kaputt machen, I'm sorry. Das ist ganz wichtig, ne? Also das ist ganz wichtig, ja. Wenn du hier hinziehst, es darf kein einziges Mal eine Alien zerstört werden. Alles klar, okay. Pass auf, hast du eine Ender-Chest wo? Ich hab sogar noch mehr für dich. Meine, wir sind ja jetzt auch, also wenn du hier wirklich einziehen möchtest, gibt's natürlich auch. Alter, Ehrenmann, danke dir. Ja, du musst ja auch verstehen, ich bin ja auch ein guter Vermieter, ne? Also ich bin ja auf der guten Seite. Ja, pass auf, jetzt darum geht's eben, um die ganze Sache hier. Hier ist ja noch also von meiner Immobilie, von meinem Apartment, noch gar nichts fertig oder zu sehen. Genau. Pass auf, ganz kurz, nur damit du weißt, dass das Geld da ist. Kannst du kurz hier reingucken. Geld ist am Start, ja. Ne? Okay, ja. Und ich würde das jetzt folgendermaßen machen. Ich würde das Ganze staffeln. Die Fenster sind da. Also für die Fenster schon mal der eine Stack, bitteschön. Okay, ja. Sobald die Wohnung an sich steht, bekommst du den zweiten Stack. Und wenn die Möbel drin stehen, den dritten. Ist das ein Deal? Ja, das klingt fair. Das können wir so machen. Das heißt, rein theoretisch, wenn du jetzt gar nichts bekommst, habe ich jetzt einfach trotzdem einen Stack Dia-Blöcke. Also machen wir das nicht. Nein. Junge, ich habe zusätzlich noch alles verloren. Nein, das war. Also, du kannst ja, wenn du möchtest, mal gerne mit reinkommen. Hast mit du deiner Raketen? Ein paar kann ich dir geben. Habe jetzt aktuell auch nicht so viele. Eingang und so weiter. Das wird alles noch besser gemacht. Und du musst ja auch verstehen, wir sind ja hier. Das ist ja sozusagen Elite. Also das ist ja das Beste vom Besten, was du dir hier ausgesucht hast. Ne? Also was Stärkeres, Besseres kannst du nicht geben. Und die Renovierungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Das wird hier am Ende funkeln und glitzern. Du wirst im absoluten Glamour leben. Ich bin schon richtig hyped. Oder hast du gewusst oder hättest du dir gedacht, dass ich das mache? 3 Stacks Diamantenblöcke? Ich hätte es dir, also ja, ich meine, wer es nicht macht, wäre selber schuld, ehrlich gesagt. Ja gut, stimmt. Also ich wohne jetzt dann, also haben wir schon die Größe? Die habe ich eigentlich eingezeichnet. Wo ist das? Die Größe, das wird noch gerade, also ich sag mal so, du wirst hier in dieser Ecke was bekommen. Ich habe jetzt gerade noch vorhin eine weitere Wohnung. Was heißt in dieser Ecke? Wie groß?
Es geht jetzt noch ein bisschen nach außen, aber das Hauptzimmer, das ist hier bei den großen Fenstern. Du kriegst hier noch mal ein bisschen was vom Mittelbereich. Okay. Da zieht tatsächlich Stegi noch hin. Stegi hat mir vorhin 5 Stacks Diamantblöcke dafür geboten. Das glaube ich dir nicht. Achso, doch, tatsächlich. Aber er hat nicht bezahlt. Noch nicht, ja, aber es ist ja, ne, wir sind ja doch in den Renovierungsarbeiten. Nach und nach wird hier noch ein bisschen was gebaut. Dann also unter 3 Stacks Diablöcke würde ich dir auf jeden Fall nicht an Stegi verkaufen. Auf keinen Fall. Aber du bekommst hier echt einen sehr schönes, also groß von eingerichtetes hier, Zimmer. Von hier bis da. Ja, schon. So ein bisschen mehr. Du bekommst hier schon mehr. Okay, gut. So ein bisschen so eine Ecke. Aber das ist halt, mehr braucht man nicht zu nehmen. Mit dem, guck mal hier ganz kurz. Hast du mal durchs Fenster geguckt? Guck mal hier. Du siehst hier halt wirklich Wasserblick, See, Fluss, ja, alles. Das ist, und das Bergpanorama gefällt mir auch. Das ist wirklich, das ist viel wert. Ja, nur irgendwie das Auge da von Stegi. Ja, gut, da muss ich mich noch dran gewöhnen, aber sollte passen. Aber auch Sicherheits. Aber hast du auch schon mal, ne, du siehst auch, wenn du mal nach oben rechts guckst, du merkst ja auch, was für ein Effekt mäßig, also wie man hier versorgt wird. Ja, ja. Ist auf jeden Fall nice. Kommt da noch dann einen weiteren Stock drüber? Also hier so eine Decke eingezogen und ein dritter Stock? Ja, das könnte man, eventuell kriegst du noch ein bisschen Stauraum, wenn du da noch was, ich muss auch ganz genau. Ein Dachboden. Ja, dann vielleicht kriegst du da so eine kleine Extra-Etage nochmal mit Stauraum. Ah, wunderbar. Wunderbar, das finde ich sehr nice. Was kommt unten alles hin? Gibt es auch irgendwie so eine Art Restaurant oder so, wo man reingehen kann? Eine Küche? Es wird eine große Halle geben, also es wird einen großen Saal geben. Das wird schon sehr königlich hier aussehen. Also da, wenn man hier reinkommt und du wirst auch mal Gäste empfangen oder so, wird es auch schon so ein... Boah, also der lebt nicht schlecht hier. Also das ist ja schon sehr... Es wird eine Gemeinschafts... Sag ich mal, ein Gemeinschaftssaal. Das hört sich gut an. Und wie sieht die Bauzeit, wie sieht die Bauplanung momentan aus? Also wann ist geplant, fertig zu sein? Boah, das ist halt schwer zu sagen, weil du siehst ja, es wird ja mit den kostbarsten Materialien hier gebaut und es ist ja auch, es wird ja sehr... Das ist Kalzit oder, ja, das ist halt sehr wertvoll und es wird ja nicht nur irgendwie gebaut, sondern auf mehr oder weniger die schönste Art und Weise, die halt möglich ist. Und das dauert halt natürlich auch ein bisschen, aber das Bauteam sitzt da momentan mit Hochdruck dran. Das hört sich gut an. Bei der Beschaffung von Rohstoffen, brauchst du da irgendwas? Kann ich da noch irgendwie unter die Arme dann greifen, wenn ich sage, der Bau möchte ein bisschen beschleunigt werden? Wo bist du, war? Wenn du mir ja runtergehst, hier sind vom Bauteam sind hier gerade noch die Kisten. Also wenn du manchmal ein bisschen was dazu beisteuern willst. Ja eben, wenn ich unterwegs bin, dass ich das Zeug, ich verbrenne das alles. Ich besitze momentan noch gar nichts. Also Kalzit immer gerne. Das ist das bei den Geoden, ne? Genau. Okay. Oder was halt eben auch sehr, sehr nice wäre, ist Purpur. Also die ganzen magentafarbenen Blöcke aus dem Ende. Ich wollte eigentlich dazu auch schon mal vielleicht eine Farm bauen oder so, aber wenn du sagst, du... Also Purpur könntest du mir echt gut unter die Arme greifen. Also Kokosfrüchte brennen, ne? Genau. Ja, lässt sich bestimmt was tun, dass der Bau auf jeden Fall schneller voranschreitet. Finde ich nice. Und hier kommt so eine... Das hier ist eine professorische Brücke, ne? Genau, das ist nur, habe ich nur hingezogen, um die Stufen abzuschätzen, also ab welchem Zeitpunkt, die ist noch nicht fertig. Aber das ist so halt nur, so wird halt schon die Treppe in den Raum voll gut. Sehr majestätisch rein. Ja, apropos majestätisch, bekommst du auch einen Thronsaal? Ja, also es wird halt schon, mal gucken, was am Ende alles im Saal halt landen wird, aber es wird schon eine große Tafelrunde geben am Ende. Oh, scheiße, hab ich den angeguckt? Ah, nee, alles gut. Ja, voll gut. Ich bin richtig gehypt drauf. Man fühlt sich wohl hier, ne? Also man fühlt sich schon langsam zu Hause. Ja, ich bin richtig gespannt, wie dann tatsächlich mein Wohnraum aussehen wird. Ich hatte ja ein bisschen Angst. Also man hat mir immer wieder in die Kommentare geschrieben, und was ist, wenn du gescammt wirst? Von mir? Von dir. Also wenn ich dir jetzt die Diablöcke überreiche, deswegen mache ich ja das mit der Staffelung, ne? Das Ding ist halt, es stand bei mir genau das Gleiche. Also viele haben auch gesagt, warum ich halt für nur 3 Stacks Diablöcke nur? Nein, es gab ja noch teilweise Angebote, die höher lagen und so weiter, aber ich habe gesagt, für Basti zockt, mache ich das gerne. Also ich habe wirklich dann auch wahrscheinlich gesagt. Ne? Nein, das war dann mir wirklich einfach wichtig, dass ich gesagt habe, hey, das mache ich jetzt einfach. Und du hast mir den richtigen Eindruck auch vermittelt, dass du gesagt hast, du bist halt wirklich hier dran interessiert. Da habe ich gesagt, ich mache das für die 3 Stacks Diablöcke.
Ja, voll gut. Also du hast eh gesehen, dass ich die besitze tatsächlich, ne? Also es ist kein Scam. Ich kann zahlen. Ja. Nur machen wir es mit der Staffelung einfach. Fenster, Wohnraum und dann die Möbel noch. Ja, auf jeden Fall. Ich melde mich dann bei dir und du wirst auch merken, das wird hier noch große Fortschritte haben. Nach und nach wird es immer besser. Wunderbar. Und schöner. Ich bin gespannt. Ich schaue regelmäßig vorbei. Ja. Und dann, bis dann. Mach's gut. Ja, auf jeden Fall. Und solltest du nochmal hier oben auf dem Dach sterben, sag mir auch dann einfach Bescheid. Dann, Alter, das war so dumm, ey. Ich hab so gekotzt, Mann. Ja. Naja, gut. Egal, wo geht's denn hier raus? Gibt's denn jetzt hier einen Eingang, Ausgang? Warte. Nee, immer noch nicht offiziell. Immer noch durch dieses eine Fenster nur. Aber du kannst momentan mit der Elytra, ich geb dir noch ein paar Raketen, komm mal her. Ja, warte. Kannst du jetzt, Moment, ich heb noch gerade oben die Decke gerade aus und, So gepasst. Ja. Ah ja, da ich sehe den Himmel, warte, passt. Ciao! Ja, mach's gut, ciao, ciao, ciao. So, nice, Leute, dann haben wir das übel geregelt hier. Und jetzt gucke ich mal, ob Kroko irgendwo mir noch eine Elytra hingestellt hat. Weil dann, ist das genial, ne? Dann haben wir das echt gut geregelt. Gut! Ich bin gespannt, was da am Ende bei rumkommt. Was wird hier gebaut? Keine Ahnung, ich muss kurz Shopping District, weil da wohne ich ja derzeit noch in der Polizeistation. Die müssen wir auch noch fertig bauen. Der nächste Stream wird so aussehen, oder ich muss jetzt halt gucken, dass ich mich wieder krass ausrüste, weil ich einfach dumm war mit dem Verlieren und so weiter. Ne? Aber gut. Muss noch hier oben rein. Moment. Achtung. Einmal hier. Ah, hier. Deine Elytra. Gruß, Kroko. Oh, Kroko ist auch so ein Schatz. Oh, perfekt. Warte, ich leg mich kurz hin. So. Huiuiui. Gut, Leute. Lasst ein Däumchen da. Schaut bei meinem Merch vorbei. Und lasst ein Abo da. Bis dann. Ciao.